Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Petra und wir haben beim vorletzten Mal oder beim letzten Mal diesen Blog gemacht von Fat Quarter Shop, der Woodlily Blog, der große Blog, und da haben wir eine Menge Teile abgeschnitten, die als Half Square Triangle noch zu verwenden sind. Die habe ich mir hier schon so ausgelegt. Das sind wirklich die Reste, das was wir abgeschnitten haben. Des Weiteren habe ich mir noch die grünen, die übrig waren, die habe ich an der kurzen Kante aneinander genäht und die zum grünen Teil gelegt und mache jetzt ihr ein Hourglass-Block. Davon habe ich dann zwei Stück. Und dann habe ich noch gedacht, ich habe hier noch mehr übrig. Ich mache ein Churndash-Block dazu. Für den Churndash-Block habe ich mir die beiden, die grünen Teile genommen und die auch an der langen Kante zusammengenäht, auf 3,5 Inch geschnitten und habe dann ergänzt, weil die Blöcke, die hatte ich jetzt nicht mehr, also die waren hier, sind hier in der Anleitung nicht vorgekommen. Also habe ich mir zwei von dem Stoff, den wir verwendet haben, also hell und mittel, jeweils zwei Streifen geschnitten, 2 x 3,5 Inch aneinander genäht, hier an der langen Kante, so, und zum dunklen Teil gebügelt, so, also das kommt dann so und so. Die werden mit der dunklen Seite zur Mitte gelegt. Du kannst aber das auch umswitchen, das dunkle zur Mitte und so. Das natürlich auch. Du kannst die Mitte mit dem dunklen Stoff machen oder Hintergrund nehmen. Und so entsteht wieder ein Block, der, so wie es aussieht, 3,5 mit 3,5 und 3,5, das sind 10,5 plus 0, minus 0,5, das ist ein Block von 9,5 Inch. Insgesamt sind das dann ein Block 9,5 Inch, der hat 1, 2, 3, 4, 12,5 Inch, und dann hast du noch zwei Blöcke von 5 Inch, die übrig sind, die es noch ein extra Dings gibt. Den kann ich in eine Rückseite verwenden oder als Platzmatte sogar. Und die beiden als Coaster. So hat man ein komplettes Set. Ja, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, die Reste auch gleich auch als Nachprojekt zu verwenden. Das nicht immer gleich beiseite. Also ich habe das früher beiseite gelegt und habe gedacht, na, irgendwann mache ich was mal. Das habe ich mir inzwischen abgewöhnt. Ich mache das gleich. Dann ist das fertig und kann das ganze komplette Projekt abschließen. So, das ist mein Nachblock jetzt, 12,5 Inch, und ich finde so schön von den Farben. Ich kann jetzt hier noch ringsrum schmale Border machen und ein Kissen daraus machen. Ich kann es aber auch nur als einzelnen Block lassen und in meine Kiste für 2024 in die fertige Blockkiste wandern lassen und nachher irgendwann in einen fertigen Quilt einarbeiten. Das sind die anderen beiden, die ich als Hourglass gemacht habe, und das ist der Churndash Block, der eben auch aus diesen ganzen Resten von Woodlily entstanden ist. Hab Dank fürs Anschauen und wenn du magst, gerne bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Tschüss!